Nachdem nun doch zwei Wochen ins Land gestrichen sind, beziehungsweise nicht ins Land gestrichen sind, sondern die letzten beiden Folgen von Tests und Versuchen heimgesucht worden sind, möchte ich heute natürlich das Straßensystem angehen und wie es gebaut wird. Ich habe es ja nun doch in einigen Sachen gezeigt, wie ich es mache. Mit den Magnetsystemen, mit den Autos, die ich modifiziert habe und so weiter und so fort. Und im Hintergrund sehen wir jetzt schon, wie ich die aufgesetzte Straße schon markiere, wo die Straße denn tatsächlich hinkommt. Denn ich habe ja bis jetzt immer nur in der Theorie und in Tests gearbeitet, aber noch nie an der wirklichen, naja, am lebenden Objekt, wenn ich mal so sagen kann. Nein, natürlich nicht. Und zwar zeichne ich mir das einfach nur grob auf, damit ich in meinem Lightburn arbeiten kann und das dann eben entsprechend hier die Straßen jetzt gravieren kann. Hier habe ich noch einen Test zu laufen, das Ganze, wo es denn hin soll, damit ich wirklich, es ist hier wirklich Millimeterarbeit irgendwo gefragt, und das Ganze möchte ich euch dann zeigen, wie es eingebaut wird und wie das Ganze funktioniert. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit viel Theorie, sondern wir starten gleich jetzt nach diesem Test mit dem Einbau des ganzen Systems. Viel Spaß wünsche ich euch dabei, und jetzt geht's ab auf die Werkbank und dann sehen wir uns danach nochmal. Gut, nachdem ich das Ganze jetzt mit dem Laser gebrannt oder reingegraviert habe, kann man ja sagen, muss das natürlich noch bearbeitet werden. Denn es ist so, dass wenn ich mit dem Laser dieses Material von dieser, ich sage mal Schaumpappe, viele von euch haben mir schon die richtigen Namen genannt, aber das spricht sich immer irgendwo leichter, ist immer das so, dass die Fläche hier drin, warte, ich hole mal kurz einen Stift, dass die Fläche da drin, ne, da ist zu dünn, Moment, nehmen wir etwas dickeren Stift, oh, der ist gut, vom Brennen ist die nicht, wie sie eigentlich später sein soll, mit scharfen Kanten unten versehen, das heißt, dass man das Magnetband da vernünftig reinlegen kann, ja, sondern es ist durch das Brennen ist es tatsächlich so, dass das mehr oder weniger so ist, also wenn man jetzt das gerade hat, dann sind hier so die Ablagerungen von dem Brennen mit dem Laser drin, ja. Und die muss ich natürlich jetzt noch irgendwo rausmachen. Das kann man nicht anders machen. Ich meine, ich habe es ja jetzt nicht mechanisch gemacht, sondern ich habe es eben mit Laser gebrannt. Und da hast du eben die Brennreste, aber anders wäre das gar nicht gegangen, weil selbst mit einem Werkzeug hätte man die Kurven nicht so sauber hinbekommen. Und das muss ich eben, das ist eine relativ einfache Geschichte. Dazu nehme ich hier so ein Mini-Meißel oder was das ist. Und dann kann ich diese ganzen Kanten hier ganz sauber einfach im Grunde genommen schön so wegkratzen, mehr oder weniger. Ich hatte euch das mal gezeigt, da habe ich das mit so einem Schraubendreher gemacht. Das ist natürlich für die Testplatten ganz gut, aber wenn man das ein bisschen vernünftiger haben möchte, dann macht man das natürlich mit so einem Werkzeug, da kann man das schön abstechen. Wichtig ist nur, ohne viel Druck, denn wenn man zu viel Druck aufwendet, dann beult sich hier unten die Spur nachher auf. Ich zoome mal ein bisschen weiter ran. Dann beult sich das hier unten auf, wenn man zu dolle gedrückt hat. Das ist natürlich mit so einer Platte hier, mit so einer Arbeitsplatte kann man das machen. Ich habe auch noch eine andere Idee. Und zwar habe ich hier eine Metallplatte. Das ist die Originalplatte von meinem, ich hoffe nur, das spiegelt nicht so doll. Ja, gut, okay. Das ist die Originalplatte von meinem Laser, wo ich am Anfang drauf gelasert habe, bevor ich mir die richtige dicke, fette Stahlplatte gekauft habe, um einfach ein bisschen sicherer zu arbeiten. Und da denke ich mal, hat man doch jetzt einen festeren Grund, wenn man doch mal etwas zu doll aufdrückt, dass man das hier nicht ausbeult. Wenn dann ist nämlich der ganze Sinn weg, dass das eine schöne, gerade Oberfläche ist. Wenn man einen Beulen hat, dann sieht man das natürlich auf der Fahrspur zum Schluss. Ja? Ich drehe das mal wieder um. So. Und jetzt im Grunde genommen die Fahrspur schön meistens ziehen. Ich sag mal, wenn man zu doll reinmacht, das Ding ist relativ scharf hier, dann stößt man das durch und dann einfach ziehen, so dass man die Kante, das sieht man ja, denke ich mal, ganz gut jetzt hier, dass die Kante dann entsprechend, na komm, wofür Effekt, wenn man eine Kamera oben drüber hat, ist klar, kann man nicht ganz so frei arbeiten, aber das ist ja eh von unten und dann kann man das hier unten schön frei machen, höre ich mal an der Stelle auf. So, und dann kann man das hier einfach rauskratzen und dann ist das schick und dann passt nachher auch der Streifen recht gut rein. Kann man verschiedene, einmal so rum, einmal so rumdrehen, ist im Grunde genommen völlig egal. So wie man klarkommt irgendwo, ja. Nur eben, wie gesagt, nicht zu dolle, weil dann ist es, ja,
nicht mehr schön von der anderen Seite. Ne? Und so haben wir immer noch schön glatt alles, bis auf die paar Löcher, die der Laser gebrannt hat. Das habe ich euch aber alles schon mal gezeigt. Das ist klar, das wird von der Farbe einfach aufgefüllt. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, hier habe ich auch so ein bisschen wie so ein Bogen reingebrannt. Aber wenn es nachher glatt aufliegt, alles gut. Das ist eine Arbeit, das geht relativ schnell, hätte ich ja, glaube ich, schon gesagt. Aber man sollte halt eben hier schön ruhig vorgehen und sich auch die entsprechende Zeit lassen. Aber das brauche ich, glaube ich, Modellbahnern gar nicht zu sagen. Das langsame vor sich hin friemeln, ich glaube, das kennen wir alle. Und das ist wahrscheinlich in unserem Hobby auch ja irgendwo Pflicht. Ne? Wenn man hier alles so schnell und huschusch, da hat man dann eben keine lange Freude dran, weil eben alles irgendwo, naja, nicht so schön ist, naja, wie es irgendwo hätte sein können. Ja, da macht man die ganze Arbeit. Obwohl die Ansprüche hier, habe ich festgestellt, auch verschieden sind. Ja? Es gibt eben Menschen, die wollen das eben relativ schnell aufbauen. Ich sage mal nur das Thema Teppichbahner, was ja auch völlig legitim ist. Kann ja auch jeder machen, wenn er sich damit wohlfühlt. Ist das sowieso jedermann seine eigene Sache. Und wer eben so gerade für den Dioramenbau nicht für übrig hat, der sagt, nö, ich will da bloß fahren. Die kommen auch teilweise beim Bauen über die, wie ich immer so schön sage, Holzklasse nicht raus. Ja, die haben das Grundgerüst der Modellbahn und das ist im Grunde genommen mehr oder weniger die Holzunterkonstruktion, wie wir das ja irgendwo alle machen. Und die fühlen sich damit wohl und das ist doch auch völlig in Ordnung. Ja, wenn das ausreicht, alles gut, überhaupt kein Problem. Und da hat halt jeder so seine eigene Meise, sage ich mal so schön. So, hier in der Mitte haben wir nachher noch, ich weiß gar nicht, sehen wir das? Jetzt hier so im Zoom, ja, das sehen wir drin. Hier musste ich unterbrechen, das heißt, ich habe das Teilchen zweimal in den Laser einlegen müssen. Hier muss ich lediglich mal mit so einem Messer rangehen. Ich glaube, das ist eine bessere Klinge. Verbinde das hier schön vorsichtig. Ja, da habe ich einen Abstand gelassen dazwischen beim Laser. Das ist also Absicht hier der Steg. Ganz einfach. Wenn ich es hätte nicht gemacht, wenn die sich überlappt hätten, dann wäre der Laser komplett durchgebrannt. Und dann hätte man da auch keine Freude mehr dran gehabt, weil dann wäre das ja halt durchgebrannt, hätte ich von der anderen Seite halt mehr arbeiten müssen. Und so schneide ich jetzt hier lediglich die kleinen Stege mal weg und dann ist das auch wieder irgendwo verbunden. Ja, das ist wieder mal typischer Uli. Mitten beim Bau eine Idee und dann auch gleich versuchen umzusetzen. So, den Kleber habe ich jetzt ganz gut rausbekommen. Nochmal eine Lage hier lang. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Weißleim umgibt ja das Ganze irgendwo mehr, ja. Und da könnte ich mir schon vorstellen, den habe ich ja auch gleich hier, dass das tatsächlich da besser drin liegt irgendwo. Das ist ja durchaus möglich. So, ich muss mal ganz kurz hier gucken, ob die Düse frei ist. Ja, sie ist frei. Ach, ich habe so viele neue Düsen liegen und ich nehme immer wieder die gleiche. So, wenn wir jetzt hier so schön lang gehen. So. Ich weiß nicht, dieser Weißleim ist ein regelrechtes Teufelszeug. So, legen wir das bis hier hinten ein. Das dauert natürlich jetzt länger, es trocken ist, ist aber in dem Fall auch völlig egal. Und guck mal, wenn ich das jetzt hier so reinstreiche, ja, dann wird das komplett umgeben und auch die Finger. Ja, also mach das mal mit Sekundenkleber hier. Das ist unlustig. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das kann man noch so ein bisschen verschmieren. Das wird mit Sicherheit bombenfest halten. Zumal ich ja auch die Straßen mit Weißleim verkleben werde. Ja, so. Na prima. Ja, hier ein bisschen vom Platz wegmachen. Fein, fein, fein. Und das lasse ich jetzt einfach ein bisschen trocknen. Und dann sehen wir uns im nächsten Schritt wieder. Gut, machen wir uns jetzt noch an die S-Kurve hier oben. Aber ich denke, das sollte genauso gut funktionieren. Also bis jetzt hat mich der Kleber wirklich überzeugt. Also ich weiß gar nicht, ich habe mich immer abgemüht mit Sekundenkleber, eine Riesensauerei gehabt. Und mit diesem Weißleim hier, super. Ja, selbst wenn jetzt mal eine andere Ritze hier, eine andere Spur reinrutscht, überhaupt kein Problem. Das Zeug, das kann man einfach wieder wegwischen. So, jetzt müssen wir etwas gucken, dass wir schön um die Ecke rumkommen. Aber schaut mal, das geht mit diesem Magnetband richtig gut. Natürlich wälzt sich das ein bisschen hoch. Aber wenn man das mit einer Klammer festhält, Moment, dann ist das problemlos machbar irgendwo, ja. Jetzt wird es natürlich ein bisschen eng für die Klammern hier, aber da werden wir große nehmen.
Das ist auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt reichen. Ne, die reichen nicht. Dann haben wir sie noch größer. Nehmen wir mal die hier. Ja, das sieht gut aus. Und vielleicht noch von der Seite. Na, guck doch mal, da haben wir doch alles erreicht, was wir erreichen wollen. Ein bisschen jetzt hier noch anders so rum rein. Ne, das ist sogar noch schlechter. Ne, machen wir es noch anders. Wollen wir mal gucken, was wir hier von haben. Noch größer. Ja, jetzt aber. Los, rein hier. Ja, sehr schön. Und jetzt noch um die Ecke hier unten. Und dann haben wir doch zumindest erstmal diese Spur schön da, wo wir es haben wollen. Hier werden wir doch die andere Klammer noch von der anderen Seite reinzwicken. So, nee, das sitzt nicht richtig. Jetzt aber vorher noch hier rein und schaut, die S-Kurve, das läuft. Die Straße sitzt. Hier wird natürlich noch unterfüttert, ist klar. Das ist jetzt alles ein bisschen weich, weil hier an dieser Stelle kommt hier später diese Verladeeinheit. Dann wird das Fahrzeug weiterfahren, wird hier wenden vorerst und hier wieder zurückfahren. Das heißt, die Strecke beginnt hier im Moment und endet hier. Das haben wir ja schon gesehen, wie ich sie gebaut habe. Und jetzt wollen wir es einfach mal aufsetzen. Ja, und da fährt es ganz sauber. Jetzt kommt die Kurve hinten. Eigentlich wissen wir ja, dass es funktioniert. Und jetzt sehen wir noch, wie es hier vorne rausfährt. Hier wird er ein kleines Problem kriegen. Die Kurve ist im Grunde genommen zu eng. Das heißt, wenn ich jetzt, ups, ist ein Rad abgefallen. Das heißt, wenn ich, gut, legen wir mal hier hin. Wenn ich jetzt im Grunde genommen mit dem LKW hier lang fahre und er nimmt die Kurve hier relativ eng, schiebt er hier hinten natürlich und geht ganz leicht hier an der Stelle raus, der ist ein bisschen länger, aber man kann sich jetzt vorstellen, schiebt dann sozusagen hier hinten raus und kommt dann mit dem Hinterrad hier runter. Hier von wird es natürlich nicht passieren, ist klar, und hier soll er dann weiterfahren zur Verladeeinheit. Hier muss ich im Grunde genommen noch ein kleines Stückchen unterfüttern. Das werde ich natürlich optisch auf der anderen Seite auch machen, ist klar, vielleicht sogar hier, obwohl es da ja nicht erforderlich ist. Und die Strecke später kommt natürlich, wie gesagt, von hier hinten ran. Und dann wird der LKW vorerst erstmal von hier rankommen, bevor ich mich hier um diesen Bahnübergang kümmere. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt für die 20 cm Strecke oder ob es ausreicht, wenn der LKW von da hinten kommt. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt noch sieht im Bild. Wenn er von hier hinten kommt und dann hier so drauf fährt, wird das wahrscheinlich ausreichen irgendwo, bevor ich jetzt hier anfange, die ganze Strecke aufzumeißeln. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen Zukunftsmusik, das werde ich sowieso vielleicht irgendwann machen, wie ich mich kenne, aber im Moment würde ich es erstmal so als Fahrbahn lassen, wie es jetzt hier ist. Und man bedenkt ja sowieso, dass dieses gesamte Modul, was hier ist, austauschbar ist. Das heißt, wenn ich hier irgendwann mal fertig bin und Lust habe weiterzubauen, dann werde ich hier natürlich was anderes aufbauen. Dann kommt eben eine ganz andere Einheit hier auf die Anlage. Ja, ich kann auch eben den Schrottplatz hier hinten wegnehmen, einen neuen hinbauen. Ich kann ja alles, was wir hier sehen, kann ich austauschen. Und dann habe ich eben alles offen irgendwo. Und das finde ich natürlich ja nicht schlecht. Ja, das Rad ist hier abgegangen. Das hatte ich schon mal, das Problem. Das ist nicht weiter schlimm. Das kann man ganz einfach wieder draufstecken. Wenn es einen irgendwann mal nervt, macht man einen Tropfen Sekundenkleber drauf. Und gut ist. Ja, wir sehen, fährt ganz schön, fährt ganz sauber. So macht mir das Spaß und genauso habe ich mir das gewünscht. Und hier hinten halt der Bus, der dann stehen soll. Läuft schön sauber, macht Spaß, wackelt auch nicht allzu doll. Hier haben wir es jetzt gesehen, er fährt hier hinten runter. Und wir sehen, dass ungefähr ein Zentimeter der da noch dran muss. Und gut ist, der kann natürlich die Strecke auch genauso gut andersrum fahren. Ich habe die Strecke jetzt nicht unbedingt gerade gemacht. Ich habe immer versucht, so ein paar leichte Bögen reinzukriegen, dass der eben mehr wie reell fährt sozusagen. Nicht nur ganz schnurgerade, sondern ein kleines bisschen am Lenkrad verreist, wie man das ja als Fahrer wahrscheinlich selber auch kennt. Und so macht das irgendwo Sinn. Und da können auch zwei, drei fahren. Ich habe mir überlegt, ich werde zwei, drei, vielleicht sogar vier Stoppstellen einbauen. Das wird hier sein, hier drüben und hier vorne. Und da muss ich noch sehen, ob ich die alle auf einmal schalte oder ob die alle separat geschaltet werden können. Das könnte ja von hier vorne aus gemacht werden. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Und jetzt will ich hier erstmal weiterbauen.
will euch aber nächste Woche mal wieder was anderes zeigen, dass wir nicht immer dasselbe machen irgendwo. Aber das wollte ich euch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es in diesem Video noch schaffe. Ich wollte an sich noch die Fahrbahn gestalten, aber ich mal gucken, wie lang das Video wird. Tja, was soll ich sagen? Die Zeit ist um. Es ist viel zu lang. Ich habe noch so viel aufgenommen, was ich euch zeigen möchte. Es gibt so viele Schritte, die ich noch gemacht habe, aufbringen. Es werden kleine Berge, also nicht Berge, kann man nicht sagen, Steigungen eingefügt und so weiter und so fort. Jetzt habe ich ja gesagt, nächste Woche möchte ich euch das nicht zeigen. Ich möchte mal was anderes zeigen. Jetzt seid ihr mal gefragt. Mich würde jetzt interessieren, soll ich euch nächste Woche den sogenannten vierten Teil jetzt zeigen, wie ich noch weiter baue an dem Straßensystem, was alles jetzt noch kommt, was ich geplant habe, was dann oben bei dem Schrottplatz mit geplant ist und so weiter. Oder möchtet ihr nächste Woche mal was anderes sehen? Sagt es mir bitte, damit ich weiß, in welche Richtung ich mich bewegen muss und euch nicht unendlich langweile, weil ich immer dasselbe bringe irgendwo. Ich finde es natürlich sehr interessant. Ich habe mal so viele Schritte vor mir. Das geht bis zum eigentlichen Straßenbau weiter, wo dann die gesamte Oberfläche gemacht wird. Aber das wäre sowieso etwas Zukunftsmusik, weil vorher müsste ich noch was anderes bauen. Das würde ich euch natürlich im nächsten Video erzählen. Aber sagt es mir, wenn euch das Thema jetzt ein bisschen langweilt, wäre das auch in Ordnung. Schreibt es mir in die Kommentare. Dann würde ich nächste Woche mal ein anderes Thema bringen. Müsste natürlich relativ zeitnah sein. Ich muss es ja auch noch machen. Das heißt, ich kann nicht jetzt auf alle Kommentare warten bis nächsten Donnerstag und schnell noch ein Video drehen. Das wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt am Wochenende vielleicht schon ein paar Kommentare dazu haben. Wenn ihr nichts dazu schreibt, auch gut, dann mache ich einfach nächste Woche noch das nächste Video dazu, wie es im Grunde genommen mit dem Straßenbau beim Fahrlagrassystem weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch jetzt eins von diesen Videos hier anschauen würdet. Das passt wie immer zum Thema. Ich werde auch mal ein anderes Thema oben mit reinbringen. Vielleicht passt euch das auch ganz gut. Ich habe ja wahnsinnig viel schon gemacht und dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's schön gut. Bis nächsten Freitag. 16 Uhr bin ich wieder für euch da. Euer Uli. Tschüss.